I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Gut 5 Jahre nach der Eröffnung der Neubaustrecke zwischen Thon und am Wegfeld soll die Straßenbahnlinie 4 nun erneut eine Verlängerung erfahren. Was bisher nur vage Pläne und Wunschvorstellungen von ÖFW-Nerds waren, wird nun seitens der VAG in den nächsten Jahren ernsthaft in Angriff genommen. Der Lückenschluss im Straßenbahnnetz zwischen Gebitzenhof und der Gartenstadt. Zunächst wird die heutige Wendeschleife in Gebitzenhof abgerissen und die Haltestelle durch eine neu zu bauende Haltestelle in der Straßenmitte ersetzt. Also genauso, wie man es einst in Thon gemacht hat. Doch anders als in Thon wird die Wendeschleife in Gebitzenhof nicht ersatzlos abgerissen, sondern vielmehr verlegt. Es ist geplant, auf dieser Brachfläche neben dem Frankenschnellweg eine Wendeschleife zu errichten, welche jedoch rein betrieblichen Zwecken dient und dem Fahrgast nicht zugänglich sein wird. Daraufhin wird die Strecke dem Verlauf der heutigen Buslinie 68 entlang der Dianastraße und der Minervastraße folgen, bis sie an der großen Kreuzung in Finkenbrunn auf die Bestandsstrecke der heutigen Linie 5 gen Südfriedhof und Wurzeldorfer Straße münden wird. Die neue Strecke wird, wie es heutzutage und vor allem in Nürnberg üblich ist, weitestgehend auf eigenem Gleiskörper verlaufen, mit Ausnahme des Bereichs an der Bahnbrücke. An der heutigen Haltestelle Minervaplatz wird sich die einzige Haltestelle der neuen Straßenbahnstrecke befinden. Nur eine Haltestelle auf 1,7 Kilometer Neubaustrecke mag zwar wenig erscheinen, doch es hat seine Gründe, warum schon heute die Buslinie 68 zwischen Gebitzenhof und dem Minervaplatz nicht hält. Denn der einzige, zumindest auf dem Papier, sinnvolle Haltepunkt befindet sich hier. Ein Niemandsort, wo eigentlich niemand jemals hin möchte. Hier würde eine Haltestelle keinen Sinn ergeben. Doch was genau bringt die neue Straßenbahnstrecke den Nürnbergern? Durch die neue Strecke wird ein Betriebskonzept durchgesetzt, welches auf eine attraktive Weise zwei Linien verschmelzen wird, welche auf den ersten Blick wenig bis gar nichts gemeinsam haben. Das sind die Straßenbahnlinie 4 und die Buslinie 68. So stellt sich die Situation heute dar. Im 20-Minuten-Takt verbindet die Linie 68 schon heute direkt die Bremsstraße ganz links im Schaubild mit der Wurzeldorfer Straße ganz rechts im Schaubild und verkehrt zu einem großen Teil parallel zu den Straßenbahnlinien 4 und 5. Wer also nach Steinbühl, zum Plärrer oder in die Nordstadt möchte oder von dort kommt, muss von der 68 in die 4 umsteigen, vorzugsweise am Dianaplatz, wo Verstärkerfahrten an Schultagen die Linie 68 auf einen unsauberen 10-Minuten-Takt ergänzen. Die neue Strecke wird diese semi-optimale Situation verbessern. Alle 10 Minuten wird eine Straßenbahn aus der Nordstadt bis zur Wurzeldorfer Straße durchfahren. Jede zweite Bahn wird von der neuen Wendeschleife in Gebitzenhof Gebrauch machen, eben wie es heute Alltag ist. Da die Linie 68 in ihrer heutigen Form als schlechter gestellter Parallelverkehr obsolet würde, ist davon auszugehen, dass das Busnetz Süd den Veränderungen im Straßenbahnnetz angepasst wird. So wie einst auch das Busnetz Nord bei der Eröffnung der Wegfeldtram Veränderungen erfuhr. Es würde Sinn ergeben, die Linien 67 und 68 miteinander zu verbinden. Die Linie 67, die heute zwischen Fürth und Frankenstraße verkehrt, könnte ab Finkenbrunn auf den Linienverlauf der heutigen Linie 68 umschwenken. Die Linie 68 selbst indes könnte verkürzt werden und künftig von der Gustav-Adolf-Straße zum Dianaplatz fahren. Doch das sind alles nur theoretische Überlegungen. Fest steht lediglich, dass in der Minervastraße der Bus durch die Straßenbahn ersetzt wird und man im Jahr 2026 nostalgisch auf die heutige Zeit zurückblicken wird. Auf eine Zeit, in welcher in der Minervastraße nur ein langsamer und holpriger Bus fuhr. Das passt auch. Und jetzt schauen wir mal, was die Ella geschrieben hat.